Honda lässt Motorrad per Gedanken steuern. Willkommen bei den Motorrad-News. Was nach einem April-Scherz oder bestenfalls nach Science-Fiction klingt, ist etwas, woran Honda wirklich arbeitet. Gedanken lesen, um das Motorrad besser steuern zu können. Arbeiten an einem entsprechenden System wurden jetzt durch die Veröffentlichung eines Honda-Patents bekannt. Das jetzt erst veröffentlichte Patent wurde bereits im Mai 2019 eingereicht und beschreibt eine Zukunftsvision im Motorradbereich. Es dreht sich um etwas, das von Honda als Brain Machine Interface bezeichnet wird. Das BMI soll dafür genutzt werden, unterschiedliche Fahrkönnen auszugleichen. Schwere Unfälle, die aufgrund von Unerfahrenheit passieren könnten, sollen verhindert werden. Dabei soll das System mit dem Fahrer lernen, beziehungsweise sich mehr und mehr zurückhalten. Das bedeutet, sammelt der Fahrer weitere Erfahrungen und verbessert sein Fahrkönnen, hält sich das System immer mehr zurück und überlässt die Kontrolle mehr und mehr dem Fahrer selbst. Im Patent wird auch beschrieben, dass das System beabsichtigte Fahrmanöver anhand kleinster vom Fahrer eingeleiteter Impulse erkennen soll und bei der Umsetzung des Fahrmanövers unterstützend tätig wird, auch bei akrobatischen Fahrzeugmanövern. In den Patentzeichnungen sind daher auch Wheelies und Stoppies zu sehen. Wie das alles allerdings genau funktionieren soll, ist bisher noch nicht bekannt. Es ist allerdings interessant zu sehen, woran man arbeitet und welchen Visionen man folgt. Kurzfristig wird man ein entsprechendes System allerdings wohl nicht in einem Serienmotorrad vorfinden können. Danke fürs Schauen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Weitere und ständig aktuelle Nachrichten findest du auf motorcycles.news oder in der kostenlosen Motorrad-Nachrichten-App für Android und iOS.